Hallo, meine Lieben. Ich schicke euch sonnige Grüße. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Es freut mich sehr. In dieser Legung geht es um die Gefühle von deinem Gegenüber. Ich schaue mir diese Gefühle an. Ich lege heute das Tarot of Mystical Moments. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Und ja, du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Die Gefühle von deinem Gegenüber. Wie sind sie denn so? Wie sieht es da aus bei ihm oder ihr in Bezug auf die Gefühle zu dir natürlich? Es geht um die Gefühle zu dir. Erstmal die. Das sind erstmal hier die drei. Die zwei sind noch so zusätzlich, so zwei Zusatzkarten. Und ich, oh, der König der Stäbe. Wow, da ist aber jemand Feuer und Flamme für dich, ja? Also die Leidenschaft lodert. Also sie brennt lichterloh, ja? Ich habe das hier auch so für einige von euch. Also die Gefühle sind jetzt am Aufflackern und diese Flamme wird sehr schnell sehr groß werden. Sehr starke Gefühle, sehr starkes Verlangen auch nach dir, Zeit mit dir zu verbringen. Man vermisst dich, man möchte dich bei sich haben. Der König der Stäbe, das ist ein feuriger König, also dein Gegenüber ist in dich verschossen, könnte man auch so sagen, findet dich super gut und möchte dich für sich haben. Ja, so habe ich das hier mit dem König der Stäbe. Das ist eine sehr starke, feurige Energie, die momentan so bei deinem Gegenüber vorhanden ist. Vielleicht hast du das schon gespürt, vielleicht schwappt das schon so auf dich über. Ja, und man möchte auch sehr schnell sehr viel erreichen, ja, bei dir, mit dir, in Bezug auf dich, in Bezug auf eure Verbindung, falls da schon eine Verbindung sein sollte, vielleicht habt ihr euch frisch kennengelernt, denn hier ist jemand wirklich kaum zu bremsen, ja, der Verstand schaltet sich bei diesen Menschen aber ein, ja, weil das ist der König und er ist so ein bisschen gesetzter, wenn das zum Beispiel hier der Ritter der Stäbe wäre, das ist natürlich so ein bisschen hitzköpfig, aber hier setzt man den Verstand ein und man versucht, diese Leidenschaften auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Ja, damit das Ganze nicht ausufert, damit das Ganze keinen Schaden anrichtet, vielleicht zu voreilig sein, zu risikofreudig, sondern man versucht, das hier zu dosieren, ja? Wie gesagt, vielleicht hast du das hier schon mitbekommen. Falls ihr euch am Anfang einer Verbindung befindet, dann ist dein Gegenüber einfach fasziniert von dir. Und das ist auch hier so diese Anfangseuphorie, könnte man auch sehen. Also das sind gute Voraussetzungen, ja. Und wenn es mit euch beiden schon etwas länger geht, also dein Gegenüber ist immer noch Feuer und Flamme für dich. Leidenschaftliche Gefühle sind hier ganz extrem, ganz enorm zu sehen. Bei ihm oder ihr könnte natürlich auch ein weibliches Wesen sein, muss nicht unbedingt hier ein Mann sein. Und ja, er oder sie ist hier so mit diesem Schritt machen auf dem Sprung zu dir oder möchte einen Schritt auf dich zu machen, ja? Also auf dich zukommen, hier sieht man nicht so gut, also hier macht der König der Stäbe einen Schritt nach vorne und das ist hier sozusagen dein Gegenüber, macht einen Schritt auf dich zu, möchte es unbedingt, kann sich nicht mehr bremsen, ja. Und ja, die 8 der Stäbe, wow. Und die 10 der Münzen, Wahnsinn, also sehr gute Karten, sehr gut, ja. Du wirst sehr bald von
ihm oder ihr von deinem Gegenüber hören. Ich habe hier Nachrichten. Nachrichten kommen zu dir. Egal in welcher Phase ihr euch befindet, vielleicht sogar kein Kontakt, ja, kann hier auch so sein, dein Gegenüber, wenn kein Kontakt, dann hat dein Gegenüber irgendwie diese leidenschaftliche Seite an sich für dich entdeckt und möchte auf dich zukommen mit diesem Schritt und möchte hier mit dir wieder in Kontakt treten, ja. Also ich habe hier Kontaktaufnahme, Kontaktpflege, ja, nicht nur Aufnahme, sondern pflegen, den Kontakt pflegen zu dir, den Kontakt auf keinen Fall abreißen lassen, ja, und der Kontakt wird fortbestehen, egal ob er jetzt erst wieder zum Beispiel beginnen wird, weil das zum Beispiel jemand ist, der sich lange nicht mehr gemeldet hat, sogar ein Ex könnte es auch sein, ja, unter Umständen, wie gesagt, eine allgemeine Legung. Und egal wie das Szenario hier ist, der Kontakt wird beibehalten werden, weil diese Gefühle, diese Leidenschaft, diese anfängliche Leidenschaft wird sich wandeln in ein tieferes, starkes, gesetztes, stabiles Gefühl zu dir. Aber momentan ist es alles noch so in, im Aufbau beziehungsweise verschiebt sich, ja? Verschiebt sich, habe ich hier diese Gefühle zu dir, verschieben sich, sind in Bewegung geraten und daraus entsteht irgendwie für einige ein neues Gefühl, ja, am Ende wartet die Stabilität, die glückliche Verbindung, die 10 der Münzen, das ist Familie, das ist feste Partnerschaft. Das ist auch hier eine feste Freundschaft. Vielleicht fragst du nach einem Freund. Kann auch sein, ja? Die Gefühle könnte man auch eventuell. Oder das kann sein, dass das hier zum Beispiel ein heißer Flirt ist und daraus wird eine feste Verbindung. So könnte man das auch sehen. Feste Verbindung mit festem Boden unter den Füßen. Und ich habe hier die 10. Du siehst hier, wie viele Ringe dieser Baum hat. Und das zeigt mir hier einen sehr langen Zeitraum an, wo dieser Mensch an deiner Seite in deinem Leben sein wird. Momentan ist es hitzig. Momentan schlägt sich das Ganze vielleicht, ja, so überschlägt sich einiges, ja, mit deinem Gegenüber. Und durch diese Kontaktpflege, ich habe hier eine lange Zeit, wo man sich miteinander verbinden wird und miteinander zusammen sein wird. Man wird diesen Kontakt hegen und pflegen und ihn nicht abreißen lassen und daraus wird eine sehr stabile Verbindung zueinander werden. Ja, so habe ich das, so zeigen mir das die Karten. Deswegen, es geht hier um die Gefühle. Ich weiß, aber ich habe hier auch einen Blick in die Zukunft durch die Karten. Ja, das möchte ich natürlich nicht außer Acht lassen. Auf jeden Fall werden diese Gefühle bei deinem Gegenüber integriert werden, werden sich festsetzen. Und drin bleiben und auch unerschütterlich sein. Und das ist hier so, dein Gegenüber möchte so dieses ganze Verlangen, ja, nach dir so oder diese leidenschaftliche Seite von sich möchte in deine Richtung schicken, möchte das Ganze in deine Richtung lenken. Das kann natürlich sein durch Gespräche, durch Kommunikation, durch Telefonate, durch Treffen, durch einfach sich miteinander auseinandersetzen, befassen. Ich habe das hier sehr spannend drin. Ich habe das hier auch sehr leidenschaftlich, feurig und schnell. Leidenschaftlich, feurig, schnell. Gute Resultate erzielen, könnte man hier auch so sehen, ja, mit deinem Gegenüber. Dein Gegenüber ist einfach in dich verschossen, ist in dich verknallt. Anders kann ich das hier nicht sehen. Und das wird nicht nur so eine kurze Sache sein, sondern das wird hier schon Bestand haben können. Und Glück, weil die 10 der Münzen, das ist das stabile Glück. Die Stabilität, die auch glücklich ist. Also das ist hier nicht so, dass wir aneinander vorbeireden, dass du und dein Gegenüber, dass ihr hier
einfach neben hier irgendwie lebt, sondern gemeinsam zusammen glücklich. Ich habe euch beide hier sehr glücklich. Ach so, ja, und dein Gegenüber ist sehr glücklich darüber, dass du da bist, ja, dass du in seinem oder ihrem Leben bist und dass das alles hier so gekommen ist, wie es gekommen ist. Man ist sehr glücklich darüber. Dein Gegenüber freut sich, ja, zeigt vielleicht diese Freude nicht, aber ich soll dir hier sagen, man ist hoch erfreut, ja, darüber. Ich gucke mir hier noch die zwei Karten an der Seite an. Die 4 der Kelche und die 3 der Stäbe. Ich bekomme das hier so, verpasste Chance. Verpasste Chance und deswegen traurig sein, irgendwie so im Regen stehen gelassen sein, so sich fühlen. Das bedeutet nicht, dass du dein Gegenüber im Regen hast stehen lassen. Kann sein. Aber wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung. Gut, ich habe das so teils. Vielleicht hast du ihm oder ihr so ein bisschen die kalte Schulter gezeigt, hast gesagt so, okay, gut, wenn nicht, dann nicht. Oder irgendwie so in diese Richtung, ja, vielleicht war das einfach. Dein Gegenüber hat sich unmöglich benommen, verhalten kann sein und du hast so ein bisschen dich ja entzogen dem Ganzen. Aber ich sollte hier sagen, egal wie das jetzt zwischen euch beiden momentan so ist, dein Gegenüber fühlt sich aber auch irgendwie vielleicht sogar ein bisschen verlassen, etwas, ja, wie gesagt, im Regen stehen gelassen. Weil verpasste Chance muss nicht unbedingt an dir liegen, was du gemacht hast oder was du gesagt hast, sondern das ist hier auch für einige von euch, ganz schön viele, ist es auch hier so, dass dein Gegenüber einfach die Gelegenheit verpasst hat, weil die Gelegenheit hat sich ihm geboten. Das kam zu ihr, das war zu ihm oder ihr. Das war hier schon auf dem Weg. Man hat es schon am Horizont gesehen, beziehungsweise hatte das schon in der Hand, ja, hier in auf dieser Karte. Hat diese Gestalt schon dieses Schiff, was angekommen ist, in der Hand und man hat es fallen lassen. Ja, und deswegen fühlt man sich hier irgendwie ja so, oh mein Gott, ich habe die Möglichkeit verpasst, ich habe die Chance vertan. So fühlt sich dein Gegenüber auch, ja, schwingt irgendwie sowas mit. Und dein Gegenüber hofft aber, dass du zum Beispiel ihm oder ihr noch eine Chance geben wirst. Das ist hier auch die Hoffnung, dass alles noch gut wird. Das ist hier auch die Hoffnung, dass ihr wieder zusammen sein werdet, dass man sich wieder begegnet, dass alles wieder gut wird. Ja, kann sein, dass ihr zusammen seid, aber irgendwie fühlt sich, ich habe das ja auch so wirklich dein Gegenüber so ausgesperrt oder ich habe mich selber ausgesperrt, ja. Ich habe mich ausgesperrt in Bezug auf deine Gefühle. Ich habe hier was Falsches gemacht. Ich habe den Zug verpasst. Ja, ich habe den Zug verpasst. Und kommt der nochmal wieder? Ich hoffe, der Zug kommt nochmal wieder und ich kann nochmal einsteigen. Ja, sowas schwingt hier auch mit. Zumindest hofft dein Gegenüber, dass eine schöne Zeit auf euch beide zukommen wird. Ja, das sind die Gefühle von deinem Gegenüber. Und ich gucke aber noch weiter. Dein Gegenüber ist hier der Herrscher. Aha, der König der Stäbe und der Herrscher. So, die Kamera ein bisschen zurecht machen. Zwei Karten sind hier rausgefallen. Und das ist hier der König der Kelche und die 9 der Schwerter. Wow, das ist hier wieder mal eine ganz, ganz starke Aussage. Ich habe deinen Gegenüber hier. Mit den Gefühlen zu dir, mit starken Gefühlen zu dir, sehr starke Gefühle, nicht nur leidenschaftliche Gefühle, sondern auch Liebesgefühle, verliebt sein, sehr tiefe Gefühle. Ich habe hier das Solarplexus-Chakra bei deinem Gegenüber sehr aktiv, das Wurzelchakra aber auch. Also eigentlich hier kann man sagen, auch das natürlich das Herzzentrum, ja, das Herzchakra ist auch aktiviert. Also bis zum Herzchakra, einschließlich des Herzchakras, habe ich bei deinem Gegenüber alles aktiviert in Bezug auf dich. Sehr gut, Liebe.
Wenn dein Gegenüber dir die Liebe noch nicht offenbart hat, gestanden hat, wird es aber so kommen. Soll ich dir hier sagen? Er oder sie liegt hier noch mit Ängsten. Mit den 9 der Schwerter sind Ängste. Schlaflose Nächte. Kann sein, dass man dich vermisst. Kann sein, dass man sich einfach Kopf macht. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich verpasst? Wird es nochmal gut werden? Haben wir noch eine Zukunft gemeinsam? Und ja, habt ihr. Aber dein Gegenüber weiß das noch nicht. Weil dein Gegenüber guckt sich ja diese Legung ja nicht an, ja? Wahrscheinlich. Und worüber dein Gegenüber jetzt ganz stark nachdenkt, habe ich hier auch so ein bisschen, ist mit dir den Kontakt, wie gesagt, hegen und pflegen. Den Kontakt aufnehmen, den Kontakt halten, den Kontakt vertiefen. Ja, da sind die Gedanken von deinem Gegenüber. Und natürlich auch, das alles ist gepaart mit diesem starken Gefühl in Bezug auf dich. Aber trotzdem hat man hier Angst irgendwie. Vielleicht hat dein Gegenüber schon was falsch gemacht, nochmal diesen Fehler zu begehen oder dass man irgendetwas falsch machen wird. Das kann natürlich auch in die Zukunft gerichtet sein hier. Dein Gegenüber hat hier Probleme, aus sich herauszukommen, weil er oder sie befürchtet, was falsch zu machen. Man möchte auch nicht zu voreilig sein und alles unter Kontrolle haben wollen. Das ist hier auch ganz stark bei deinem Gegenüber, ja, mit dem Herrscher. Das ist auch jemand, der so ein bisschen kontrollierend sein kann. Nicht immer, aber ab und zu. Ja? Und hier in dieser Angelegenheit möchte dein Gegenüber irgendwie die Kontrolle haben. Wenigstens ein bisschen. Über die Gefühle, über die Leidenschaft, über das, was man sagt, über das, was man tut, über das, was sich ereignet. Und deswegen hat man auch Angst, irgendwo was Falsches zu machen. Diese Kontrolle steht dem Ganzen hier ein bisschen im Weg, was ich hier so sehe. Ja? Und kann sein, dass dein Gegenüber ein bisschen stur ist, ein bisschen verkorkst. Ja, tut mir leid, aber sowas kommt hier durch. Das wird wahrscheinlich nicht mit jedem übereinstimmen. Wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung. Aber irgendwie so ein bisschen auch sehr stolz, von sich überzeugt, ja. Vielleicht gab es sowas mal wie, ich habe recht, ich habe immer recht, ja. Sowas kann hier auch so sein. Und dein Gegenüber möchte auch gesehen werden von dir. Dein Gegenüber hat das Gefühl, vielleicht nicht gesehen zu werden, nicht verstanden zu werden. Und deswegen vielleicht auch diese Ängste. Ja, das kommt hier auch so ein bisschen durch. Und ja, Leidenschaft, Gefühle und der Wunsch nach Stabilität, nach Einheit, nach Vereinigung, sich einig sein. Hoffnung, die Zukunft bringt nur das Beste, das Positive. Und ja, also wenn du hier die Sternzeichen haben willst, ich habe hier den König der Stäbe. Das ist die Feuerenergie. Ich habe hier den König der Kelche. Das ist Wasserenergie. Ich habe hier aber auch sehr präsent, würde ich hier sagen, auch die Münzen. Also das ist auch Erdenergie, ja. So in diese Richtung, beziehungsweise dein Gegenüber könnte sehr feurig sein, sehr leidenschaftlich sein und auch sehr gefühlsbetont, sehr gefühlvoll diese Gefühle zeigen können, aber nicht immer, weil diese Kontrolle steht einem im Weg. Dein Gegenüber könnte hier aber auch ziemlich viel zu tun haben, momentan ziemlich viel um die Ohren haben. Ich habe hier Sorgen um die Finanzen bei deinem Gegenüber. Ich habe hier auch Sorgen, wie wird die Zukunft sein? Was wird die Zukunft bringen? Dein Gegenüber hat Sorgen in Bezug auf die Zukunft, ja? Und möchte aber auch hier vorwärts kommen mit dir, generell auch im Leben. Möchte nicht stehen bleiben, nicht stecken bleiben und sich auch weiterentwickeln. Dem Ganzen könnte natürlich so ein bisschen seine Sturheit stehen, ja? Im Wege und auch sein Geltungsbedürfnis, ja, man, wie gesagt, man möchte hier gesehen werden und könnte so ein bisschen egozentrisch sein dein Gegenüber, könnte, muss nicht, ja, vielleicht mag er oder sie so extravagante Dinge, extravagante Getränke, extravagante Speisen, extravagante Kleidung,
etwas Besonderes haben, etwas Besonderes sein, etwas Außergewöhnliches, wo die Menschen staunen können, ja? So in diese Richtung könnte es bei deinem Gegenüber gehen. Trotzdem ist dieser Mensch aber auch bestrebt, Stabilität im Leben zu haben, ja. Das ist auch gewollt. Man möchte nicht immer durch die Lüfte fliegen, sondern man möchte auch sich hier hinsetzen, sich das Ganze setzen lassen und auch endlich mal Wurzeln schlagen. Sowas habe ich auch, ja, falls dein Gegenüber das noch nicht getan hat. Ja, das war die Legung. Das waren die Gefühle von deinem Gegenüber. Ich hoffe, schreib mir das in die Kommentare, ob du dich hier mit deinem Gegenüber so wiedergefunden hast, ob du in Resonanz zum Beispiel auch gegangen bist in dem, was ich hier so gesagt habe, ob es hier Überschneidungen gegeben hat, Übereinstimmung mit deinem Gegenüber. Und ja, du kannst natürlich auch liken, du kannst natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Bedanke mich an dieser Stelle für alle eure Likes, Abos und Kommentare. Du kannst natürlich auch die Glocke aktivieren, da wirst du benachrichtigt, wenn eine neue Legung von mir online gegangen ist. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann du dir diese Legung anschaust. Eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.